Montagmorgen, Punkt 5 Uhr. Ich begrüße euch recht herzlich am zweiten Weihnachtstag zu meiner dritten 16-Kilometer-Runde, die uns nach Wieslaken-Hiesfeld führt und bis zum Stadtrand von Oberhausen geht. Wir laufen jetzt erstmal hier 3 Kilometer an der Emscher entlang. Ja, selbstverständlich war ich heute Morgen auch schon wieder mit Pelle unterwegs. Ich bin gerade überlegen, welche Runden wir noch haben. Ja, gibt es noch die Marxloh-Runde, die Walsumer Ruhraue. Was gibt es noch? Ich habe noch 2 Runden noch zur Walsumer Mark. Das ist, glaube ich, Oberhausen. Tenderingsee, stimmt. Tenderingsee gibt es noch. Na gut, bevor ich jetzt so viel rumquatsch hier, würde ich sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Ja, wie gesagt, die ersten 3 Kilometer führen an der Emscher entlang. Wir laufen jetzt hier unter der B8 unterweg von der Autobahnausfahrt Hiesfeld Richtung Oberhausen. Und die ersten 1,5 Kilometer haben wir schon gelaufen. Und deswegen würde ich sagen, weiter geht's. Kilometer 2,6. Wir haben gerade die Holtener Straße überquert. Führt in eine Richtung nach, glaube ich, Wehofen. Walsumer Stadtgebiet jedenfalls. Andere Richtung ist dann Dienstlaken-Hiesfeld. Ja, wir laufen jetzt noch knapp so 500 Meter an der Emscher entlang, erreichen dann die Tackenstraße und laufen dann so am Stadtrand von Hiesfeld entlang. Würde ich sagen, weiter geht's. 5.37 Uhr, Kilometer 3,2. Ich sage herzlich willkommen am Klärwerk Emschermündung, hier so am Stadtrand von Oberhausen. Gehen jetzt aber nicht nach Oberhausen rein, hier in der Tackenstraße, sondern biegen gleich links ab ins Feld. Und wie gesagt, bewegen uns weiter im Stadtrand von Hiesfeld. Weiter geht's. So, ja, ich hoffe, schmuselig kann man hier ein bisschen was sehen. Ja, ich habe natürlich mich natürlich wieder vertan vorhin. Das Klärwerk befindet sich natürlich nicht auf der Tackenstraße, sondern auf der Turmstraße. Tackenstraße kommen wir nämlich jetzt gleich hin, in Hiesfeld. Und ja, würde ich sagen, weiter geht's hier durchs Feld. So, Kilometer 4,5, 5.52 Uhr. Ja, jetzt sind wir, wie gesehen, an der Tackenstraße. Haben wir vorgestern auch schon bei unserer Röttgersbach-Runde. Und ja, damals sind wir dann links abgebogen. Jetzt gehen wir weiter geradeaus in östliche Richtung, Richtung Oberhausen. Aber wie gesagt, alles Dienstlakener Stadtgebiet. Und kommen dann nachher zur B8. Weiter geht's. Ich weiß nicht, ob man es da hinten sehen kann. Ja, die rote Ampel von meinem Lieblingsbahnübergang. Also ich sag mal, von 10 Mal ist das hier 9 Mal rot. Ja, hier ist sehr viel Eisenbahnverkehr. Ich glaube, 3 Gleise sind hier. Naja, jedenfalls ist es ärgerlich, ne? Wenn dann hier stehst, 5 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten und kommt nichts. Na gut, vielleicht haben wir ja Glück. Weiter geht's.
Ja, und damit sage ich herzlich willkommen am Bahnübergang meines Vertrauens hier an der Stärkrater Straße. Ja, Glück gehabt. Ne, aber wahrscheinlich, weil Weihnachten ist, ist hier nicht ganz so viel Verkehr. Na gut, wir gehen jetzt hier noch 500 Meter die Straße runter. Da kommen wir an die letzten Häuser, gehen so ein kleines Waldstück entlang und werden dann die B8 erreichen. Weiter geht's. So, jetzt befinden wir uns auf der Jägerstraße. Ja, die Stärkrader Straße, die knickt hier vorne ab Richtung B8. Wie gesagt, hier vorne sind jetzt die letzten Häuser. Dann kommen wir ein kleines Wäldchen. Wir laufen jetzt hier vorne parallel zur B8 entlang. Und ich würde sagen, weiter geht's bei Kilometer 5,3. Ja, und damit sage ich herzlich willkommen an der B8, Kilometer 6,3. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, hinter mir die Lichter. Da ist die Markant-Tankstelle, kurz vor der Autobahnauffahrt zur A3, Dienstlaken Süd. Ja, wir müssen jetzt gleich hier vorne die Straße überqueren und kommen dann zum Kleingartenverein. Fällt mir im Moment nicht ein. Ich muss unten einblenden, hat was mit einem kleinen Bachlauf zu tun. Und ich würde sagen, weiter geht's. Ja, und damit sage ich herzlich willkommen am Kleingartenverein am Siepenbach. Ja, bei Kilometer 6,7 steckt so ein bisschen der Wurm drin heute, ne, in der Orientierung. Und ja, würde ich sagen, weiter geht's. Kilometer 7,1 um 6.25 Uhr. Ja, herzlich willkommen am Kreisverkehr Heisterbusch. Ja, der Offroad-Bereich, der ist jetzt, liegt jetzt hinter uns und wir bewegen uns jetzt nur noch auf Dienstlagener Stadtgebiet. Und deswegen würde ich sagen, weiter geht's. Kilometer 7,9. Ich sage herzlich willkommen auf der Heistermannstraße. Ja, ist eine, eher so eine triste Gegend. Ne? So Weihnachtsbeleuchtung hast du hier kaum. Und ja, auch die Seitenstraßen sind sehr dunkel. Na gut, was willst du machen? Weiter geht's. So, das wollte ich noch zeigen. Komoot hat ein Update rausgebracht. Die haben jetzt so Abbiegepfeile in der Kartendarstellung. Finde ich eher hinderlich, ne? Wenn er so auf engem Raum mehrmals abbiegen muss. Dann überlagern sich die Pfeile und die Wege und so weiter und so fort. Ist eher nur hinderlich. Na gut, Live-Tracking funktioniert auch nicht mehr. Aber das kennen wir ja schon. Weiter geht's. Kilometer 8,6. Ich sage herzlich willkommen an der Rotbachmühle, wie gerade gesehen. 6.42 Uhr. Bin ein bisschen mit der Zeit hinterher, weil ich so ein bisschen gefilmt habe jetzt außerhalb der Runde. Und deshalb würde ich sagen, weiter geht's. Kilometer 9,0. Befinde mich hier auf der Verlängerung von der Tannengrundstraße. Und mir ist gestern, wollte ich noch erzählen, genau, mir ist gestern aufgefallen,
dass wir den spätesten Sonnenaufgang des Jahres haben. Mit 8.38 Uhr bleibt jetzt noch ein paar Tage. Und dann werden so kleckerweise geht es dann wieder früher los mit dem Sonnenaufgang. Den frühesten Sonnenuntergang haben wir ja schon vor ein paar Tagen gehabt. Nach hinten raus werden die Tage jetzt schon so ein bisschen länger. Und ja, wollte ich nur mal erzählen. Und kleiner Müsriegel auf den Pelle. Und ich würde sagen, weiter geht's. Mein Gott. So kameramäßig musste ich hier mit dem Suchscheinwerfer rumlaufen. Ist ja dunkel hier. Na ja, gut. Weißdornweg, weiter geht's. So, Kilometer 10,0, 6:59 Uhr. Überqueren jetzt die Ziegelstraße. Ja, auch hier ist alles dunkel. Ja, die Tour bin ich ja schon ein paar Mal gelaufen. Ne? Aber das Dunkle fällt dir erst auf, wenn du mit der Kamera so ein bisschen Licht brauchst. Na gut, weiter geht's. Kilometer 11,2 um 7.12 Uhr. Wir sagen herzlich willkommen an der Hanielstraße. Ja, und ich meine, auch hier vorne wäre das gewesen, wo sie letzte Woche einen über den Haufen geschossen haben. Oder zwei. Ja. Ich kann das nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich meine, ja. Ja, so sind wir Dienstlaken halt. Ne? Erst schießen, dann reden. Weiter geht's. So, ich überquere jetzt die Hüngstner Straße. Ja, zu meiner Linken geht es nach Dienstlaken, Stadtmitte. Rechts geht es nach Lohberg. Aber wir gehen jetzt hier vorne vorbei. Hier ist das Action. Der Laden. Und damit würde ich sagen, weiter geht's. Ja, und damit sage ich herzlich willkommen am Benteler Werk Dienstlaken um 7.23 Uhr. Weiter geht's. Kilometer 12,3. Ich sage herzlich willkommen am Dienstlakener Stadtpark, Stadtbad und Berliner Mare, wie das Ding heißt. Ne? Heißt ja auch am Stadtbad. Und damit würde ich sagen, weiter geht's. Ja, wie ich gerade die Ansage machte hier mit dem Dienstlakener Stadtbad. Da saß da so eine Nicht-Sesshafte in der Bushaltestelle, die habe ich gar nicht gesehen, und sagte zu mir, Dach! Da habe ich mich erschrocken, ey. Wollte erst die Kanare rausholen. Na, da gegenüber saß dann noch so ein paar. Na ja, gut, weiter geht's. So, ich wollte nur mal klarstellen, dass ich natürlich keine Waffe dabei habe, außer Dynamit und Eisen. Ja, ja gut, wir befinden uns jetzt hier an dieser Hauptback- Geschäftsstelle von Scholin hier. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann hier oben. Das ist natürlich alles nicht beleuchtet. Und ja, wir gehen jetzt gleich zur B8, der Weseler Straße. Da gehen wir ein Stück entlang. Und damit würde ich sagen, weiter geht's. So, eigentlich müssen wir jetzt hier den Weg entlang gehen. Ja, aber der ist schon seit langem gesperrt, Richtung Bahnhof. Ja, also gehen wir jetzt hier vorne über die Shell-Tankstelle, Richtung Polizei. Weiter geht's.
Jetzt wirst du von außen die Mercedes angucken. Das ist eher suboptimal, die Beleuchtung. Ich weiß nicht, warum das so sein muss. Naja gut, weiter geht's. Kilometer 13,5 um 7.42 Uhr. Ich sage herzlich willkommen an der Polizeidienststelle Dienstlaken. Ja, hier vorne haben wir den Hauptbahnhof. Da wären wir ausgekommen, wenn wir den gesperrten Weg gelaufen wären. Und ja, jetzt biegen wir gleich hier rechts ab auf die Bismarckstraße. Dann sind wir auch schon fast wieder zu Hause. Weiter geht's. Kilometer 14 um 7.48 Uhr. Ich sage herzlich willkommen in der City von Dienstlaken. Weiter geht's. Drei, 15,2 Kilometer gelaufen. Ich sage herzlich willkommen an der Trabrennbahn Dienstlaken. Ja, hier soll wohl auch in nächster Zeit irgendwie Schluss sein. Das soll wohl irgendwie bebaut werden. Keine Ahnung. Ja, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja, blende wie immer die Daten für euch ein. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Morgen wird es keine Runde geben. Da müssen wir wieder arbeiten. In diesem Sinne, weiter geht's. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can.